Also das ist wieder interessant. Das, verstehst? Das ist Alarmzeichen. Bestattungsinstitut und Giftkoffer. Facility Services und so weiter. Also das passt immer zusammen, verstehst? Grabstein, Altersversorgung, Behindertenbetreuung und darüber dann die Facility Service. Also, wenn es so scheint, diese haben alles in ihren Händen, verstehst? Und da jeder holt die meiste Kohle raus, verstehst? Und jeder wartet beim anderen wie räudig auf den Tod, verstehst? Und ich habe wirklich, also ich habe mich jetzt einmal behandeln lassen müssen, und da habe ich gesagt, wegen der Kopfschmerz, manchmal Angst, Bedrückung, verstehst? Habe ich gesagt zum Psychiater, ja, wie ist das jetzt? Die Tabletten heißen zum Teil ein bisschen anders, kannst du mich beraten da? Dann sagt er, ja, leiden Sie noch immer unter Panikstörung? Sagte ich, ja, ja, Panik, Angstschweiß, kalt. Jeder scheint dem anderen nach dem Leben zu trachten. Wie bekämpfen die alten Weiber, bekämpfen den jungen Mann, als wäre der größte Feind, verstehst du, der eigene Knittelfeld. Wo ist er denn? Da hast du, wenn du wohnst, allein der Wohnprozess, verstehst du, hast du sehr viele Feinde. Die gehen dich von allen Seiten an, mit meiner, mit Dings. Und die junge Generation, also diese Einzelkinder, Magisterdamen, die warten schon, verstehst du, die warten. Wenn du 40 bist, Mann, oh, könnte abkratzen, könnte irgendwie, verstehst du, einen Sack brauchen oder könnte das, kann man von einem Giftkoffer oder ist irgendwas verschmutzt, könnte uns da reinlegen oder braucht den Nägelstein, verstehst du, und immer nur Kohle, Kohle, Kohle. Und wenn du fragst, 50 Jahre lade dich ein als Bräutigam, der nimmt dich nicht mehr wahr, nur als Feind, verstehst du? Seine alte Mutter schickt er, ja, sie dir zu verkaufen einen Sack, dann sage ich, ich brauche keinen. Dann sagt sie, ja, aber sie hat einen Giftkoffer, verstehst du? Und immer geht es so weiter, wie Feinde, verstehst du? Wie ein Spinnennest. Und wenn du sagst, ja, in 50 Jahren, ich brauche nicht immer einen Sack oder Giftkäfer. Eigentlich hätte ich einmal eine Suppe gern mit einer jungen Frau, mit einer schönen gegessen. Da gibt es keine. Da geht es wieder um. Grabstein, Sack, Giftkoffer. Reinigungspersonal. Und das ist für einen Mann irgendwie ein bisschen traurig. Du hast gesagt, hast du dir filmen? Ja. Hast du in der Nachricht auch zu ihm sagen? Irgendwas Lustiges? Irgendwas Lustiges, sagen wir mal. Oder was Trauriges, kann es auch sein. Oder ein Problem. Leerstellen oder was? Problem. Ja, er ist ausgekaut worden aus seinem Job heute. Ah ja, darf ich irgendwas sagen? Weil, was der sagen ist? Ja, sag mal. Weil sonst klingt es blöd, gell, wenn man gar keinen Auftrag hat. Warte, ich schalte mal aus, gell?